Wenn die Wirtschaftskrise die Welt ins Verderben stürzt, müssen sich Unternehmen anpassen, um zu überleben. Die Bosse von Deutschlands größten Unternehmen sind dabei, extreme Maßnahmen zu ergreifen. Um an der Spitze zu bleiben, gehen sie undercover in ihren eigenen Unternehmen. Das Bennohaus in Münster, Hauptsitz des Arbeitskreis Ostviertel e.V. Der gemeinnützige Verein engagiert sich in Medien, Pädagogik, Bildung, Kultur und anderen gesellschaftspolitischen Schlagwortbereichen. Mit einem jährlichen Gesamtumsatz im hohen sechsstelligen Bereich ist das Bennohaus die Nummer 1 der Ostviertel Bürgerin. Ja, hallo, mein Name ist Jan Leie. Ich bin der Fachbereichsleiter für Medien hier im Bennohaus. Ja, der Fachbereich Medien ist kurz gesagt auf Medien spezialisiert. Wir machen im Prinzip alles, Fernsehen, und da sind wir auch echt die Nummer 1 hier im Umkreis. Mit 3 Auszubildenden, einer Handvoll Honorarkräften und keinem einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter managt Jan Leie einen der größten Fachbereiche des Bennohauses überhaupt. Kein einfacher Job, der ihn an manchen Tagen psychisch alles abverlangt. Ja, nein, ich habe jetzt echt keine Zeit, okay? Ja, ich rufe dich einfach den nächsten Tag zurück. Alles klar. Jo. Mein Gott. Ja. Ja, im Laufe der letzten Jahre habe ich halt schon gemerkt, dass ich mich so ein Stückchen von der Basis auch einfach entfernt habe. Ich habe halt super viele Managementaufgaben zu erledigen. Ich trage hier den ganzen Tag die Verantwortung, muss unzählige Stadtteil-Autofahrtanträge unterschreiben. Da kann es halt schon mal vorkommen, dass man den ein oder anderen Azubi-Namen vergisst. Jan Leie wird in der kommenden Woche zu Goran Escudero Berkay. Jan Leie wird einen gesamten Tag als Aushilfspraktikant Goran Escudero Bergheim in einer Zweigstelle des Fachbereichs Medien in Münster-Mauritz verbringen. Hallo. Hallo. Bist du Carina? Ja, genau, ich bin Carina. Wer bist du? Ich bin der Goran. Ich mache heute Probearbeiten. Ach, genau. Arbeiten. Ja, weiß ich schon Bescheid. Genau. Hast du was für mich zu tun? Ja, wir haben eben eine Auftragsarbeit reinbekommen. Aha. Kannst du einfach direkt mal loslegen. Mhm. Hier einmal die Kamera. Okay, probiere ich das mal aus. Geht die irgendwo an? Also Franzis, dafür ist Franzis da. Ja. Genau. Schau doch mal durch. Schau doch mal. Funktioniert's jetzt? Ja, ich habe Ladung. So. Gut. Ich habe hier einmal das Konzept. Super schön. Ja. Du siehst ja bestimmt diese grünen Streifen. Ja. Das sind Kamerafahrten. Dafür müsstest du dann unser Dolly mit benutzen. Dolly? Dolly, genau. Okay. Das ist das hier. Stellst du dich einfach mit der Kamera drauf, suchst jemanden, der schiebt, und dann läuft das. Okay. Ja, das ist immer so. Das funktioniert. Ja, also Goran macht sich bis jetzt eigentlich ganz gut. Der hat eben nur ein bisschen verdutzt geguckt, dass ich ihm die Kamera gezeigt habe. So, als ob das irgendwas Schlechtes wäre oder so. Kann ich nicht nachvollziehen. Damit arbeiten wir halt immer. Also... Naja, aber ansonsten denke ich, er macht jetzt gerade die Auftragsarbeit, aber ich denke, er macht sich so ganz, ganz gut. Das war schon echt anstrengend. Moment. Kannst du einmal kurz die Brille ausziehen und einmal die anziehen, bitte? Ein Moment des Schreckens. Ist die Tarnung aufgeflogen? Droht das Experiment zu scheitern? Ach krass, das sieht ja echt aus wie Edward Snowden. Ja, das ist ja voll die Mega-Ähnlichkeit. Ja, das hab ich schon oft gehört. Jan Leie hat Glück. Carina Lasek verwechselt ihren Undercover-Boss mit einer anderen Person. Du, Carina? Wie viel verdienst du hier eigentlich so? Nicht genug. Genug wofür? Ich bin eigentlich Musikerin und ich musste jetzt vor kurzem meine Geige verkaufen, weil ich mich sonst einfach nicht mehr finanzieren kann. Ach, du Scheiße. Ja, das ist... Ich bin noch immer noch ein bisschen traurig deswegen. Das tut mir wirklich leid. Ja, das war mein Leben.
Ja, was ich da gerade von der Carina zu hören bekommen habe, das hat mich echt tief bewegt. Und ich denke, dass wir werden da schon irgendwas machen können. Also das kann ja nicht so weitergehen. Hallo. 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 Hallo, ich bin der Goran. Ja, Goran, hi. Ja, wir haben schon gesagt, dass du vorbeikommst. Wie heißt du denn? Benny. Benjamin, hi. Hi. Ja, das hier ist jetzt die Tastatur. Das Schnittprogramm, das läuft jetzt. Und wir bedienen das jetzt mit der Tastatur. H ist für Schnitt und Leertaste für... Moment mal, da ist doch gar nichts zu sehen. Ja, also die Kabel sind auch alle hinüber dafür und die Monitore spinnen meistens auch. Also haben wir eine neue Technik entwickelt. Ja. Blindschnitt. Also die Ergebnisse sind auch top. Und ja, also man fühlt halt, wo die Teile sind, die man gerade gedreht hat. Man muss das fühlen. Ich erkläre dir das mal, das ist gut. Ja, wie sich der Goran macht. Der Goran macht sich eigentlich ganz gut, wirkt nett. So ein bisschen reserviert manchmal, klar, aber ist ja klar, erster Tag. Blindschnitt, er lernt es, er kriegt es hin. Er fühlt es noch nicht so richtig, aber er ist auf einem guten Wege. Also könnte was werden. Du, Benni, sag mal, wie geht's dir eigentlich so, wenn du jetzt hier nicht gerade blind schneidest? Ja, nicht so gut, ne? Was ist denn los? Ja, ich kann nicht mehr so richtig laufen. Also mir tut halt der große Zeh, der große Onkel halt ständig weh. Also es ist halt, warum? Also da gab es so einen Vorfall. Hier auf der Arbeit? Ja, ja. Oh Gott. Der Weihnachtsfeier mal. Für Mitarbeiter Benjamin Evering ändert sich an diesem Tag alles. Er sagt, er hat immer noch Beschwerden, das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht arbeiten. Hier als Mediengestalter. Das geht ja nicht. Da habe ich heute zum zweiten Mal echt einen Kloß im Hals hoch gehabt. Guck mal kurz. Nach einem anstrengenden Tag kehrt Jan Laie sichtlich erschöpft nach Hause zurück. Ja, wenn mir der letzte Tag eins gezeigt hat, dann ist es vor allem, dass ich wirklich verdammt stolz bin auf meine Leute. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Ja, hallo? Ja, klar, die Jahresbilanz. Ja, sicher, ist so gut wie fertig. Ich kann die jetzt noch nicht in Farbe drucken. Die Patron ist leer. Ja, sonst denkt Jochen wieder Schwarz-Weiß-Druck, wir hätten Gewinn gemacht. Ja. Ja, alles klar, kriegst du nachher von mir, ne? Ja, bis dann. Tschö. Ich liebe diese Truppe einfach. Und ich bin aber auch echt froh, jetzt wieder der erfolgreiche Jan Laie sein zu dürfen. Heute wird das Geheimnis gelüftet. Jan Laie wird seine Tarnung als Goran Escudero Bergheim enthüllen. Seine Angestellten ahnen nicht, welche Überraschung sie erwartet. Ja, ich wurde jetzt irgendwie zur Zentrale bestellt, zu meinem Chef Herrn Laie. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, scheiße, ey. Ich wurde jetzt zu Herrn Laie bestellt. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst um meinen Job. Das kommt schon selten vor, dass so eine Anweisung von ganz oben kommt und ich dahin muss. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt echt nicht, was da jetzt kommen soll. Morgen, Herr Laie. Hallo Benjamin. Na? Nehmen Sie Platz. Können Sie sich denn vorstellen, warum Sie heute hier in der Hauptstelle sind? Ich weiß nicht. Also ich befürchte ehrlich gesagt nichts Gutes, aber... Ich glaube, jetzt hat es geklingelt, oder? Ihr Aushilfspraktikant Goran war in Wirklichkeit Jan Laie. Wer hätte es gedacht? Das war ein Experiment. Und ich wollte mal schauen, wie es in der Zweigstelle läuft. Wo kann man was verbessern? Was könnte besser laufen? Vor allem ist mir eins sehr negativ aufgefallen, das tut mir auch leid, das ist die Sache mit dem Blindschnitt. Das kann natürlich nicht so weitergehen. Deswegen habe ich zusammen mit den anderen Top-Managern hier im Haus mir was überlegt. Wir steigen zukünftig auf Schreibmaschinen um. Dann brauchen Sie auch gar keinen Monitor mehr, können alles darüber regeln. Das ist im Prinzip extrem praktisch und wir sparen auch verdammt viel Strom. Das ist natürlich nicht alles. Ich sehe schon das Glänzen in Ihren Augen. Wir bieten Ihnen was an. Und zwar können Sie entweder mehr arbeiten und dafür weniger verdienen oder Sie gehen woanders arbeiten. Ich glaube, da arbeite ich halt mehr für weniger Geld. Ja,
das können wir noch machen. Das. Ja, machen wir das. Hand drauf. Deal? Ne? Deal. Unter Männern, Frauen, so. Ich erinnere mich damit zum Schaudern an ihre C-Geschichte. Deswegen habe ich mir da was überlegt. Einen kleinen Gutschein von meinem Privatgeld vorbereitet. Mhm. Können Sie vielleicht mal reingucken. Ja. Gutschein für eine Thai-Massage. Ja. Ich meine, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht mit dem Laden. Keine Erotik, ganz wichtig. Sie haben ja auch mir von Ihrem Leid berichtet. Keine Instrumente. Unter uns, ich habe das auch mal in der Sitzung anklingen lassen und wir haben alles zusammengeworfen und haben Ihnen hier diese Strohhalmflöte. Oh, das ist ja wunderbar. Dann kann ich endlich wieder Musik machen. Das ist ja klasse. Spielen Sie vielleicht mal. Das klingt traumhaft. Es ist wunderbar, wirklich. Vielen Dank, dass Sie mir nochmal diese lieblichen Klänge beschert haben. Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Lasek. Vielen Dank für Ihren persönlichen Einsatz. Danke. Gute Heimfahrt. Danke. Tschüss, Herr Leyen. Tschüss. Ich wusste, dass das genau das Richtige für Sie ist.